Moin, Ollis Modellbahnkeller. Heute haben wir hier die Trix 22841, eine Baureihe 041. Und bei der gefällt der Sound bisher nicht. Ja, und das wollen wir ändern, indem wir dort ein Logsound-Projekt mit Logsound 58419 einbauen. Nun schauen wir erstmal, wo der Decoder ist. Wir haben Idealzustand. Der ist im Tender verbaut. Und somit können wir den dort vorsichtig entnehmen. Dank der Schnittstelle. Jetzt nehmen wir ein Messgerät und messen an diesen beiden Pins hier über dem Index-Pen den Wert des Lautsprechers. Da haben wir 8 Ohm. Das war auch bei den neuen Loks, modernen Loks zu erwarten. Und somit können wir nun mit dem Einbau des neuen Decoders schon beginnen. Dazu schneiden wir den vorhandenen Lautsprecher bündig ab, stecken ihn auf und nun programmieren wir die Lok, machen sie wieder fahrfertig und danach schauen wir uns das Ergebnis auf dem Programmiergleis an. Ja, ihr habt recht, ein sehr einfacher Umbau, aber wenn man das Programmieren nicht hätte, da braucht man ein Programm für und so. Ihr findet ja das Projekt unter meinem Video. Somit könnt ihr das Projekt zum Beispiel einem Kollegen geben, der so ein Programm hat, oder eurem Händler, wo ihr den Decoder kauft, aufspielen und danach ist es dann wirklich nur noch ein Decodertausch. Ja, dann bis gleich auf dem Testgleis. Da haben wir mal wieder eine schöne Lok mit einem schönen Soundprojekt ausgestattet. Ordentlich dampfen tut sie auch. Sie hat jetzt auch Doppel-A-Licht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wieder mal ein etwas einfacher Umbau, den man auch mal zum Beginn einfach nachmachen kann, wenn man möchte. Projekt und die Decodernummer unter dem Video. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.